Herzlich willkommen zurück aus der Pause. Ich hoffe, ihr konntet euch ein bisschen die Beine vertreten. Ich stehe hier gerade bei Hanebutt in Neustadt und stehe hier mit den beiden Azubis Mats und Julian. Stellt euch doch mal kurz vor. Hi, ich bin Julian Köhnberger, ich bin 21 Jahre alt und bin im dritten Lehrjahr bei den Dachdeckern. Hi, ich bin Mats, 20 Jahre alt, Zimmerer Azubi und ich freue mich, euch meinen Beruf jetzt etwas näher vorstellen zu können. Kommt mit. Mats. Zimmerer in drei Worten. Ich würde sagen kreativ, abwechslungsreich und auf eine gewisse Art und Weise sehr verantwortungsvoll. Okay, verantwortungsvoll, weil? Weil super, super viel davon abhängt, wie wir unsere Arbeit verrichten. Also wir bauen ganze Dächer und wir sind dafür verantwortlich, deswegen verantwortungsvoll, dass Menschen, Familien, ganze Firmen unter unserem Dach heilen Schutz haben, das Wetter mitspielt, unser Dach hält und wir in der Hinsicht einfach sehr, sehr genau und bewusst daran arbeiten müssen und unsere Arbeit so gut es geht und so sicher es geht verkaufen müssen. Okay. Das hört sich ja alles schon sehr interessant an, aber was die den ganzen Tag machen als Zimmerer, das zeigen wir jetzt. Wo stehen wir denn jetzt hier? Das ist sehr interessant. Wir haben hier bei unserer Firma die Möglichkeit, kleine Übungen, kleine Modelle, kleine Arbeiten, die wir für überbetriebliche Ausbildung, also Lehrgänge, die wir tatsächlich außerhalb der Arbeit machen, hier haben wir die Möglichkeit dafür halt zu üben. Das ist eine Werkstatt, ein Werkraum, der tatsächlich nur für uns ist, für uns Azubis. Ach, die bieten uns hier die Möglichkeit, hier zu arbeiten, hier unsere Fähigkeiten zu verbessern. Und wir haben in dem ganzen Raum hier Möglichkeiten, sowohl für den Beruf des Dachdeckers als auch des Zimmerers, wo hier kleine ganze 1:1 Dachmodelle angerissen sind, wo das Decken von Dachsteinen geübt werden kann, wo Schornsteine verschiefert werden, wo hier einzelne kleine Modelle aufgebaut sind, die wir zum Teil selber bauen und an denen quasi üben, damit wir auch in der Schule gute Noten kriegen. Okay. Und der Firma legt sehr viel daran, dass wir hier die Möglichkeit haben, daran zu üben, unsere Fähigkeiten zu verbessern und einfach auch in Phasen, wo das Wetter mal nicht mitspielt, wo es regnet, wo wir nicht die Möglichkeit haben, so schön draußen zu arbeiten, dann uns hierher zurückzuziehen, hier zu arbeiten und uns Tag für Tag hier weiterzuentwickeln und das ist schon echt großartig. Okay, und das hier jetzt zum Beispiel, hast du das gemacht? Leider nicht, aber das hat ein Kollege von mir gemacht, auch als Azubi damals noch. Okay. Und das ist, falls es nicht alle wissen, das ist ein Dachstuhl, also das ist genau das in klein, was wir von außen nicht sehen. Also das ist quasi genau das Konstrukt, was unter den Dachziegeln ist, was wir sehen und was dafür sorgt, dass so ein Dach überhaupt steht, so wie es steht. Und wir haben ganz viele verschiedene Hölzer, die hier verbaut sind und kleine Arbeiten, die man so nie sehen würde, die wir aber immer können müssen. Und es symbolisiert in meinen Augen perfekt dieses Zusammenspiel aus einer richtig großen, massiven, aufregenden Arbeit an der frischen Luft, also das richtige Dach zu bauen, aber auch klein und fein und sehr filigran und mit wirklich dem Handwerk, was man nicht so auf dem Schirm hat, zu arbeiten, weil wir halt auch in der Schule, in den Lehrgängen, die wir haben, sowas bauen müssen. Also das ist kein Modell, was es einfach nur verdeutlicht, sondern es ist ein Modell, was wir bauen müssen und können und dürfen vor allen Dingen und auch da kleine, feine Schnitte setzen und nicht nur mit den großen, geilen Maschinen, Kettensägen, Handkreissägen, alles, was laut ist, was Krach macht und richtig, richtig viel Spaß macht. Das fasst das Modell ganz gut zusammen, finde ich. Okay, und wie sieht denn bei dir so ein klassischer Arbeitsalltag aus? Beschreib doch mal. Der beginnt leider sehr früh. Da muss man sich am Anfang dran gewöhnen. Also man fängt an und fährt morgens optimalerweise hier zum Platz, wo wir anfangen, wo alle Kollegen zusammenkommen. Was heißt sehr früh? Es gibt Sommer- und Winterzeit. Und du hast je länger das Jahr dauert, also Richtung Winter, fängt man ein bisschen später an, weil es draußen dunkel ist. Und im Dunkeln ist es ein bisschen schwer zu arbeiten. Aber im Sommer heißt es um 6 hier stehen. Aber auch früh Feierabend bestimmt, oder? Kommt drauf an. Freitags immer. Freitags ist Frühschluss. Wir arbeiten die Woche etwas länger, damit wir freitags früh ans Wochenende können. Was heißt früh? 14 Uhr. Das ist nicht schlecht, natürlich. Kann man mal machen. Dauert manchmal länger. Wenn es fertig werden muss, dauert es länger. Aber allgemein kommen wir hier morgens zusammen. Man redet, man wird eingeteilt. Wir kriegen die Einteilung digital übers Handy und wissen quasi am Vortag schon, wo wir hin müssen. Ah, okay. Und haben dadurch die Möglichkeit, uns abzusprechen, uns vorzubereiten und nicht so planlos morgens auf den Platz zu kommen.
und dann begrüßt man sich, man schnackt über das Wochenende, man hat irgendwie ein sehr angenehmes Verhältnis zwischen Kollegen und fängt dann direkt an, die Autos zu beladen. Also wir arbeiten ja mit unheimlich vielen Materialien und wir müssen die oftmals selber mitbringen und dürfen große Autos fahren und haben echt einen sehr aufregenden Start in den Tag schon tatsächlich. Und wenn wir die Autos beladen haben, das Material drauf ist, alle sich was zu essen gekauft haben, weil ohne es läuft's nicht, und sich vielleicht nochmal einen Kaffee geholt haben, dann geht's los zur Baustelle. War ein sehr interessanter Einblick in deinen Arbeitsalltag. Und jetzt möchte ich von dir zum Abschluss wissen, warum ist Zimmerer dein best job ever? Zimmerer oder Zimmermann ist my best job ever, weil ich jeden Tag an die frische Luft gehe, wirklich jeden Tag. Ich auf den Dächern von Hannover arbeite und diese Aussicht indirekt so sehr genießen kann, was wirklich nicht viele Menschen können. Ich jeden Tag meinen Körper beanspruche, ich praktisch arbeite und ich ein sehr gutes Gleichgewicht aus körperlicher und mentaler Arbeit habe. Heißt, ich bin nicht nur damit beschäftigt, um meinen Körper zu beanspruchen und einen sehr harten Job zu haben, sondern kann auch mit meinem Kopf und meinem Verstand arbeiten und kann mir Sachen durch pfiffige kleine Einfälle einfacher machen, aber weiß am Ende des Tages, wenn ich in meinem Bett liege, was ich geschafft habe, merke meinen Körper und freue mich, am nächsten Tag auf dem Dach zu stehen und die Sonne über Hannover aufgehen zu sehen. Und ich glaube, das ist ein Gefühl, was viele unterschätzen und vor ihren Schreibtischstühlen nicht verstehen. Und deswegen muss ich das einfach ganz klar so sagen, ist der Zimmermann der beste Beruf der Welt. Ja, wow, das hört sich ja schon mal sehr, sehr gut an, nach einem sehr, sehr coolen Beruf. Und wenn euch das interessiert, dann guckt auch gerne auf unserer Homepage vorbei. Aber darum soll es natürlich jetzt nicht die ganze Zeit gehen, denn wenn der Dachstuhl erstmal fertig ist, muss natürlich auch ein Dach drauf. Und da kommt dann wieder Julian ins Spiel. Das geht, Max, ne? Ja, viel Spaß. Danke. Moin, ich bin Julian Körnberger, Dachdecker im dritten Lehrjahr bei Firma Hanebutt. Und ich möchte euch heute ein bisschen was über meinen Beruf erzählen. Sehr schön, Julian. Dann sag uns doch mal, was sind so deine täglichen Aufgaben in dem Beruf? Also meine täglichen Aufgaben sind in dem Beruf, das kann ich euch an diesem Modell hier einmal zeigen. Hier seht ihr jetzt, sag ich mal, nur eine Traglattung mit ein paar eingedeckten Ziegeln. Aber ansonsten besteht, sag ich mal, meine Aufgabe, dass ich erstmal ein Dach abdecke. Das bedeutet, erstmal die ganzen Pfannen runterreiße. Höchstwahrscheinlich meistens sogar noch eine Hohlpfanne, die von innen verstrichen ist mit Mörtel. Das ist dann immer eine sehr staubige und dreckige Angelegenheit, aber ist auch schnell geschafft, sowas. Danach kommt dann meistens, sag ich mal, die Ablattung der Traglatten und dann die Konterlatten, wenn die neu gesetzt werden und alles auch noch. Dann wird eine Unterspannbahn drauf genagelt oder, sag ich mal, drauf verdeckt, wie man auch hier sehen kann am Schornstein, eine Unterspannbahn. Und dann kommen wir eigentlich zu den wichtigsten Aufgaben, zum Eindecken, zum Berechnen der Einteilung der Dächer, damit die Ziegel vernünftig liegen, am besten möglichst wenig geschnitten wird auch. Und ja, wie Sie auch hier sehen an unserem Schornsteinmodell, hier gibt es auch, sag ich mal, noch extra Arbeiten mit Bleianschlüssen, damit wir, sag ich mal, auch hier eine Dichtigkeit erreicht haben und auch mit der Schieferfassade, sag ich mal, um, sag ich mal, nicht nur die Dichtigkeit zu erhalten und damit auch, sag ich mal, vom Vergammeln des Daches zu schützen, sondern auch als Optik und auch als Verschönerung der Dächer. Kann man auch, sag ich mal, für die Fassade nutzen und auch als ganzes Deckmaterial für den ganzen Steiler. Okay, und ich denke mal, ihr benutzt dafür zum Beispiel solche Werkzeuge. Yep. Hier haben wir einmal zum Beispiel die Haubrücke gebogen. Die ist auch ganz wichtig für den Schiefer, weil damit bearbeitet man auch nur den Schiefer. Mit der geraden Haubrücke kann man die nicht bearbeiten. Damit bearbeitet man Faserzement, wie man da hinten zum Beispiel bei unserem Modell sieht, für die Azubis wieder. Und ja, entweder würde ich es gerne einmal zeigen wollen, wie man so einen Schiefer bearbeitet, mit vielleicht so einer kleinen Schablone, die wir da hinten hängen haben, und zeigen, was man daraus so alles schlagen kann. Ja, dann machen wir das doch mal.
So kommen wir jetzt vom Schiefer einmal zu unserem nächsten Modell, was wir hier auch in unserer Azuri-Werkstatt vorhanden haben, weil wir ja auch nicht nur Steildächer machen, sondern auch kleine Flachdächer oder auch, sage ich mal, ein bisschen größere Flachdächer für größere Firmen. Sieht man hier so ein kleines Modell mit einer Innen- und Außenecke, das ist sogar prüfungsrelevant. Mhm. Und ansonsten, wenn, sage ich mal, das, sage ich mal, sehr schlecht läuft, dürfte ich sogar ein halbes Jahr länger machen. Okay, aber das ist jetzt beispielsweise so eine Aufgabe, die man auch erst in einem höheren Ausbildungsjahr lernt. Meistens lernt man das so im zweiten bis hin zum dritten Lehrjahr. Da kriegen auch die meisten erst, sage ich mal, einen Brenner in die Hand und dürfen dann eine Oberlage schweißen. Im ersten Lehrjahr, wenn du da schon auf Flachdach bist, da ist es mehr so, dass du die Bahn anlegst, dass du lernst, einen Eckschnitt immer überall zu machen in der zweiten Lage. Und auch ganz wichtig, dass du lernst, wie man schon eine Dammsperre vernünftig verschweißt. Und anders gesagt, eine G200. Okay. Wie ihr gerade schon gehört habt, Julian hat ganz viele Fachbegriffe benutzt. Falls euch das genauer interessiert, dann schreibt einfach es gerne. Einfach ein paar Fragen stellen. Ja, genau. Schreibt es in den Chat und fragt nach. Und dann beantworten wir das gleich im Talk. Genau. Eine weitere Frage, die ich an dich habe. Welche wäre? Und zwar, was für Eigenschaften muss man denn für den Beruf mitbringen? Also für diesen Beruf muss man meiner Meinung nach sehr aufschlussreich sein. Also, sage ich mal, Auffassungsvermögen haben, auch gut mitdenken können. Mhm. Dann ist auch noch ganz wichtig Teamarbeit, weil man ja nicht ganz alleine arbeitet. Man arbeitet mit, sag ich mal, 6 anderen Händen zusammen. Und diese 6 Hände sind auch dafür zuständig, ein Dach herzustellen und auch vernünftig dicht zu kriegen. Deshalb ist es A und O, dass die Absprache immer perfekt ist. Auch Ideeneinwände ist, sag ich mal, immer gut, kommt gut, paar Pluspunkte. Ansonsten ist Mathe und Sport noch sehr wichtig. Und ein Abschluss ist empfohlen Realschule, aber man kann sogar mit Hauptschule bei uns oder auch in anderen Betrieben anfangen. Gut, dann möchte ich von dir abschließend noch wissen, warum ist Dachdecker dein Best Job ever? Also ich muss ehrlich gestehen, wenn man hier schon drin ist und man auch mal in die Decken guckt, für mich ist dieses Lampenlicht einfach nicht, deshalb kann ich nicht im Büro sitzen. Und da ist es einfach schöner, oben auf dem Dach zu sein. Da hat man jeden Tag seine 10, 12 Sonnenstunden, außer im Winter, da wird es ein bisschen weniger, ein bisschen kühler. Ist aber dafür halt halb so wild. Was dann noch sehr wichtig ist, man sieht, was man mit seinen Händen geschafft hat. Sagen wir mal nach 3 Wochen lang Bau oder sowas, da sieht man wirklich richtig, was du mit deinen eigenen Händen gemacht hast für andere Menschen, damit sie vernünftig leben können oder sonst irgendwas. Und das macht mich, sage ich mal, auch glücklich und stolz, dass man halt so welche schöne Arten von Dächern heutzutage noch bearbeitet und sieht, weil man das, sage ich mal, heutzutage in der heutigen Welt sehr, sehr schlecht sieht, sage ich mal, unseren Beruf, dass das viel mit Kälte, viel mit Nass und viel mit Geschleppe und Kaputtarbeiten ist. Es macht auch viel Spaß, also so ist es nicht. Man muss halt nur die richtigen Leute haben, sage ich mal. Ja, danke euch für die spannenden Einblicke in eure Berufe. Aber ich würde sagen, der Tag neigt sich langsam dem Ende. Aber nur langsam, wir haben noch was Kleines vor. Okay. Wir müssen noch eine kleine Challenge mit dir machen, um zu klären, wer hier von uns im Handwerk am meisten gewachsen ist. Vielleicht aber auch du. Vielleicht mein geheimer Bestjob ever. Wer weiß. Kannst du uns eins geben? Kann ja gut möglich sein. Du hast noch was vorbereitet. Genau so. Hier kriegst du schon mal deinen Hammer. Und danke. Und wir haben hier 3 Nägel, 3 Menschen. 3 Hammer. Ja, willst du die Regeln erklären? Jeder hat nacheinander Zeit, diesen Nagel in dieses Stück Holz zu schlagen. Mhm. Und das Ziel ist es, so wenig Versuche wie möglich zu brauchen. Okay. Und wir zählen mit. Und wer am wenigsten Versuche braucht, der hat nur. Okay, wer fängt an? Ich würde mal sagen, du bist unser Gast. Du fängst an. Ladies first. Okay. Ja. Hat jemand gezählt? Nee. Ich habe insgesamt 5 Stück. Ich habe auch 5 gezählt. Okay. War auch gar nicht so schlecht. Nee. Ja. Da habe ich schon. Soll ich nicht Muffel gesehen? Und Muffel. Ich jetzt, oder was? Ja, du bist so. Ja, das soll ich noch zimmer machen, ne? Ja, jetzt zeig mal, dass ihr die Profis seid. Du nagelst noch mehr als ich. Oh, Digga. 4. Gerade so. Am Schwitzen. Aber ordentlich am Schwitzen. Oh Mann. Ach Mann. Die große Fresse gerade erstmal von da jetzt, ne? Ja, ich versuche es. Ich versuche es. Ja! Ja! Aber Gleichstand ist in Ordnung, da können wir uns einigen. Besser hätte ich enden können. Okay, bevor wir dann jetzt wirklich zum Ende kommen, stehen wir hier noch vor was ganz Besonderem. Das ist wirklich was ganz Besonderes. Wir stehen hier vor
einem der zwei Türme des Rathauses von Hannover. Okay. Und das ist denkmalgeschützt. Das wird momentan von uns restauriert, auch von anderen Teilfirmen. Aber wir haben die Kuppeln hier stehen und durften die wieder aufbereiten und dieses Riesenprojekt begleiten. Unseren wenigen Fähigkeiten, die wir bis dahin erlernt haben, jetzt auf jeden Fall dadurch noch weiter ausführen. Wir dürfen Sachen ausüben, die so normalerweise, glaube ich, auch in dem Bereich Zimmerer und Dachdecker nicht viele machen dürfen, worauf wir sehr stolz sind und auch sehr stolz sind, euch das zu zeigen, dass wir an unserem Rathaus wirklich mit unseren Händen mitgearbeitet haben. Und da kann man wirklich stolz sein. Okay. Vielleicht nochmal so ein paar Abschlussworte, würde ich dazu sagen. Im Rathaus ist immer ganz wichtig. Unsere Dachdecker früher haben immer eine Zeitkapsel mit reingepackt zu solchen Bauten, wie zum Beispiel auch bei Kirchentürmen. Mhm. Das kann man dann sich später auch nochmal angucken, wenn die Zeitkapsel irgendwann geöffnet wird. Leider dürfen wir es nicht behalten, weil dieses Eigentum gehört dem Bauherr. Aber da sind schon tolle Sachen zu finden: Werkzeuge, Zeitschriften, vielleicht auch mal was anderes wie ein Bier von damals oder sowas. Und das ist, was ich nicht sagen soll, kommt trotzdem gut. Das sind so Sachen, die halt mit, sag ich mal, am wichtigsten für uns Dachdecker sind, weil das zeigt uns, wie wir früher gearbeitet haben. Und das machen wir später dann auch, damit die später sind, wie wir jetzt arbeiten. Mhm. Und ja, das wär's gewesen. Okay, wow, hört sich wirklich sehr, sehr spannend an. Ich danke euch für den sehr, sehr spannenden Eindruck heute, Einblick in eure Berufe. Und weil wir natürlich heute nicht hier alles zeigen konnten, haben die beiden noch ein Video vorbereitet. Und das seht ihr jetzt. Viel Spaß damit. Ciao, ciao. Ciao.